verrücktes Spiel heute. Zweimal geführt, am Ende hat es leider nicht gereicht für Punkte. 3:5 Endstand. Wie hast du die 90 Minuten erlebt? Ja, ich finde insgesamt, erstmal haben wir ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, man hat gesehen, dass die Mannschaft sich reingehängt hat, dass sie gebissen hat, vorne angelaufen ist und mutig war. Hat dann vielleicht nicht ganz bis zum Ende gereicht. Dann haben die Dortmunder schon auch gut durchgespielt. Insgesamt denke ich aber, dass wir trotzdem eine gute Leistung abgeliefert haben. Ja, schade, dass es dann halt irgendwie, dass man irgendwie nichts mitnimmt und dann hier zu Hause dann verliert halt. Ne? Ja, ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit, vielleicht die ersten 60 Minuten waren wir besser als Dortmund. Danach hat Dortmund dann gut losgelegt, sich viele Chancen erspielt. Aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht haben gegen sehr guten Gegner. Du bist nicht mal 2 Wochen beim FCA und hast heute dein Debüt in Rot-Grün-Weiß feiern dürfen. Wie hat es sich angefühlt hier im eigenen Wohnzimmer? Ja, an sich habe ich mich natürlich sehr gefreut. Allerdings bin ich nicht so zufrieden mit meiner Leistung, auch wenn ich nicht viel Zeit hatte. Trotzdem glaube ich, hätte ich ein besseres Spiel machen können. Und für die Mannschaft ist es einfach extrem schade, so ein gutes Spiel zu machen gegen so einen Gegner und dann am Ende noch zu verlieren. Du bist jetzt ein halbes Jahr beim FCA, kamst mit einer Verletzung, hast dich jetzt reingekämpft und hast heute dein Debüt feiern dürfen. Wie hat es sich angefühlt, zum ersten Mal für den FCA in der Bundesliga aufzulaufen? Ja, darüber freue ich mich natürlich in erster Linie auch an dem heutigen Tag. Aber irgendwie ist es dann trotzdem schade, dass man verloren hat. Und ja, mich hätte es irgendwie für die Mannschaft heute echt gefreut, wenn wir die Punkte hier gelassen hätten in Augsburg. Aber ja, jetzt müssen wir weiter hart arbeiten. Nächste Woche geht es weiter und ja. Das sah trotzdem über weite Strecken sehr gut aus. Bis zur 60. Minute auf Augenhöhe gewesen. Was ist dann passiert? Was denkst du, warum seid ihr eingeknickt? Ich denke, das war schon ein sehr intensives Spiel und es sehr anstrengend war. Da wir auch wirklich vorne angelaufen sind und dann irgendwann wahrscheinlich auch die Kräfte einfach gefehlt haben. Und da vorne nicht mehr konsequent anlaufen konnten. Und ja, das war dann, glaube ich, ausschlaggebend. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall schwer. Dortmund hat extrem viel Qualität und 90 Minuten das durchzustehen ist nicht so einfach. Du kannst sie halt auch nicht immer an allen Torchancen hindern, gerade weil sie so viel Qualität in der Mannschaft haben. Deswegen glaube ich, ist es nicht so einfach. Aber trotzdem, wie gesagt, haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Wart ihr selber auch ein bisschen verwundert, wie oft ihr zu Konterchancen gekommen seid? Würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, wer auch die Hinrunde gesehen hat, hat gesehen, dass das uns so stark macht, auch wenn ich da jetzt noch nicht dabei gewesen bin. Glaube, das liegt der Mannschaft einfach, das können sie einfach und deswegen ist es, glaube ich, nicht unbedingt verwunderlich. Ich habe es schon erwähnt, dein erstes Spiel heute für Rot-Grün-Weiß. Wie war die Stimmung für dich hier im Stadion? Die Stimmung war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Tolle Fans, sehr laut, haben uns unterstützt bis zum Schluss. Und das hat man, glaube ich, auf jeden Fall sehr gemerkt. Wir freuen uns sehr, noch mehr von dir zu sehen. Danke fürs Erste. Danke. Nächste Woche geht es gegen den direkten Tabellennachbar. Es geht nach Union Berlin. Ich glaube, mit der Leistung von heute ist da auf jeden Fall mehr drin. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir da in Berlin punkten können. Aber wir wissen natürlich auch, dass in Berlin kein leichtes Spiel ist. Und es wird auch nicht einfacher werden wie hier gegen Dortmund. Aber ja, Vollgas, die Woche gut trainieren. Und dann holen wir hoffentlich die Punkte in Berlin.